Bei diesem Mietshaus in Hamburg-Eilbek ist nur noch eines halbwegs aufrechterhalten: die Fassade. Ein Blick ins Innere offenbart das ganze Elend. Das Treppenhaus verdreckt, die Briefkästen demoliert. Viele der knapp 140 Wohnungen stehen leer. Einige wurden kurzerhand zugemauert. Ein modernes Armenhaus. Wer hier wohnen muss, möchte so schnell wie möglich weg. Wohnen Sie hier? Ja, ja, leider. Was heißt leider? Also seit dem Rohrbruch am Ende 2018 ist Anfang 2019 bei mir der giftigste Schimmel in der Wohnung gekommen. Und der Vermieter macht überhaupt nichts. Carmen Karatas lebt seit 11 Jahren hier. Erst ganz oben, jetzt im ersten Stock. Besuch in ihrer 20 Quadratmeter großen Wohnung. So ist das Elend. Seit 2 Jahren breitet sich der Schimmel in der Nasszelle aus. Angefangen hat das alles im Duschklo. Da regnete es quasi rein. Ich saß mit dem Regenschirm auf der Toilette. Es hört sich lustig an, war aber ärgerlich. Anfang 2019 ist dann halt der Schimmel gekommen, nach und nach. Und das wurde immer schlimmer. Und der Vermieter gibt natürlich mir die Schuld. Falsch liften. Ja. Konnten Sie den persönlich sprechen? Nein. Wäre schön gewesen, damit er sich den Scheiß mal angucken kann, was hier, ne, angeblich durch Falschlüften entstanden ist. Carmen Karatas hat nach dem Schimmelbefall die Miete einbehalten. Ein Gericht entschied, dass das nicht rechtens war. Daraufhin hat ihr der Vermieter fristlos gekündigt. Eine neue Wohnung ist nicht in Aussicht. Das Problem ist, ohne Arbeit keine Wohnung. Ohne neue Wohnung keine neue Arbeit. Das ist das Problem. Weil wie gesagt, ich kann nicht sagen, weil die Termine sind ja nicht immer nachmittags nur. Die sind ja auch mal mittags oder vormittags. So, und das ist halt das Problem. Na, das ist dieser Kreislauf, der für mich im Moment nicht endet. Also meine Spirale geht im Moment immer weiter abwärts. 4-mal wechselte in den vergangenen 11 Jahren der Vermieter. 2010 war es Thorsten Kuhlmann, der überhöhte Quadratmeterzahlen angab und doppelte Miete kassierte, meist vom Amt. Eduard Reidel kaufte das Haus von Kuhlmann. Er wollte es abreißen lassen und neu bauen, doch die Stadt verbot es. 2018 erwarb Dennis Rohmeiser das Gebäude. Er beantragte eine Instandsetzung, die auch genehmigt wurde. Doch es passierte nichts. Auf Nachfrage, warum nicht, antwortet der Vermieter, das alles kostet viel Zeit und vor allem Geld. So sind, speziell in Zeiten der Corona-Pandemie, schnell 3 bis 4 Monate mit Planungen, Bauakteneinsicht etc. vergangen. Vielleicht wollte der Vermieter auch gar nicht investieren. Beim Mieterverein zu Hamburg hat man den Verdacht, die Besitzer könnten lediglich auf den Wertzuwachs des Grundstücks gewettet haben. Die Vermutung liegt nahe, dass es sich hier um ein reines Spekulationsobjekt handelt. Die Vermieter investieren in die Bausubstanz nicht und hoffen auf den spekulativen Wertzuwachs durch die gestiegenen Immobilienpreise. Und das hat sich auch bewahrheitet. Das bedeutet, der Immobilienpreis hat sich in den letzten 10 Jahren etwa verdoppelt. Über die Jahre ist das Gebäude immer mehr verfallen. Nur noch knapp 40% der Wohnungen sind vermietet. In fast allen Fällen an Hartz-IV-Empfänger. Die Miete zahlt das Amt. Das Gros der Mini-Apartments steht leer und gammelt vor sich hin. Im Souterrain des Hauses eine kleine Oase der Ordentlichkeit. Doch auch der Wirt hat Probleme mit der Immobilie und dem Vermieter. Vor 8 Monaten sackte nach einem Problem mit der Abwasserleitung der Fußboden ab. So, wir haben hier das Stuhl, wir nehmen die Bank und wir laufen zwischen die beiden Ecke. Und ich lasse auch meine Schuhe hier, zu gucken, wie schlecht ist hier oder wie tief ist. Die Kante ist diese Fußboden. So, gucken Sie, das ganze Schuh ist rein. Mehrere Zentimeter misst die Stolperfalle des Bodens. Behoben hat den Schaden der Vermieter bislang nicht. Doch die Baumängel im Restaurant sind nicht das einzige Problem des griechischen Wirtes. Angeblich, wir haben eine schöne Wohnecke hier. Wunderbare. Das einzige Problem ist unser Haus hier. Und von dieser Seite hier, wenn wir gehen, hier war das Garage. Das ist das Schlimmste hier da hinten in den Hof, der Müll. Das ist das Zustand, was wir haben. Und hier manchmal kommen auch Ratten. Ratten? Ratten. So. Und hier ist das alles, was wir haben.
Keine Reaktion. Und was sagt der Vermieter, wenn Sie ihn daraufhin ansprechen? Gar nichts. Also ist schnell eine Lotto zu gewinnen, mit Ihnen einen Termin zu machen. Der Vermieter schrieb Spiegel TV, er habe mal einen Zettel mit einer Telefonnummer aufgehängt, aber der sei abgerissen worden. Die sind die Beamten von der Post gekommen oder die Leute von der Post und die wollen die verweigern, dir zu liefern, wegen Gesundheitsgefahr für die Angestellten von der Post. Gucken Sie, alles ist kaputt, Katastrophe. Wo sollen wir haben? Hier, gucken. Post ist da. Haben wir eine Post, ne? Die Mängelliste setzt sich fort, von einem Flur zum nächsten, von einem Stock zum anderen. Hier befindet sich der Fahrstuhl von dem Haus. Normalerweise muss jemand TÜV haben, Kontrolle und so weiter. Ist abgelaufen, aber das ist jahrelang nicht mehr läuft. Gucken Sie, was hier mit das läuft. Da ist der Fahrstuhl angegangen. Der aber schon lange nicht mehr geht, ne? Nein, aber dafür die Leute bezahlen Fahrstühle. Na klar. Inklusive Fahrstühle. Leidtragende der Zustände sind die letzten Mieter, wie dieser Mann. Die 20 Quadratmeter Wohnungen liegen bei 270 Euro kalt. Das sind stolze 13,5 Euro pro Quadratmeter. Ein Preis, den hier nichts rechtfertigt. Das Treppenhaus wird seit über 3 Monaten nicht mehr geputzt. Die Möbel stehen hier und da. Was soll man noch sagen? Hinten, das ist der Sperrmüll. Die machen die Ausgangstüren nicht zu. Ratten, Kakerlaken, alles ist willkommen. Komm rein. Keiner kümmert sich darum. Schöner wohnen geht anders. Doch selbst an der Grundausstattung hapert es. In der winzigen Kochnische ist nicht mal Platz für einen richtigen Spülschrank. Angenommen, Sie haben eingekauft. Grünes Gemüse, wollen Sie sich einen Salat machen? Wo soll das Gemüse abgewaschen werden? Wo? Nur hier, in der Toilette. Da, wo man Zähne putzt, da, wo man spuckt, da, wo man sonst was. Kein anderes Waschbecken, keine Spüle. Keine Spüle. Wo? Das Haus ist schon seit Jahren ein Problemfall. Ursprünglich war es mal als Schule im Gründerstil erbaut. Davon ist nichts mehr zu sehen. Spiegel TV berichtete schon 2010 über das Gebäude. Damals kassierte der Vermieter Thorsten Kuhlmann überhöhte Mieten von den meist arbeitslosen Bewohnern bzw. von der Behörde. Eines der Opfer war auch damals schon Carmen Karatas. Sie lebte auf 20 Quadratmetern, im Vertrag standen jedoch 40. Karatas beschwerte sich beim zuständigen Arbeitsamt ohne Erfolg. Die haben mich dann gleich wieder abgewimmelt, haben gesagt, das ist ihre Sache, sie sind alt genug, sie haben eine Wohnung jetzt und eine neue Wohnung dürfen sie nicht nehmen, weil sie gerade erst eingezogen sind. So, und dann durfte ich gehen. Quadratmeterkontrolle durch den Mieterverein. Guten Tag. Mieterverein Samburg, Schüchler. Ja, guten Tag. Auch in diesem Fall wies der Mietvertrag 40 Quadratmeter aus. Die Vermessung ergab eine ganz andere Zahl. 3,60 Meter. 6 Meter. 3,60 mal 6 Meter. Und das kann schon ein Laie erkennen, dass das keine 40 Quadratmeter sind, sondern um die 20. Was heißt das? Das bedeutet, dass der Vertrag eine Wohnfläche wiedergibt, die nicht da ist. Infolge der Berichterstattung flog der Betrug auf. Strafe 15 Monate auf Bewährung. Außerdem klagte die Stadt von Thorsten Kuhlmann 450.000 Euro zu viel gezahlter Miete ein. Neuer Eigentümer wurde 2016 der Immobilienkaufmann Eduard Reidel für 2,2 Millionen Euro. Reidel wollte das marode Gebäude abreißen und durch einen Neubau ersetzen. Doch das Bezirksamt Wandsbek stellte den Antrag zurück. Aus Angst vor zu hohen Mieten in einem ansonsten preislich eher moderaten Stadtviertel. In der Begründung heißt es, Zitat, das Grundstück liegt im Geltungsbereich der in Aufstellung befindlichen sozialen Erhaltungsverordnung Eilbek. Dieser Antrag muss vor dem Hintergrund der Erhaltungsverordnung zurückgestellt werden. Eine Luxussanierung hatte der Eigentümer nach eigener Aussage ausgeschlossen. Bei der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen legte er darum Widerspruch ein.
Weil sich dieses Gebäude in einem sehr maroden Zustand befindet, sowie aus diesem Grund nicht mehr vermietbar ist und nicht mehr wirtschaftlich sinnvoll zu sanieren ist, sodass mit dem Zurückstellungsbescheid lediglich einem weiteren Verfall Vorschub geleistet wird. So ähnlich ist es gekommen. Im dritten Stock kämpft Mieter Marco Manka auf den üblichen 20 Quadratmetern seit 11 Jahren gegen Ungeziefer, Dreck und Schimmel. Jahre und Jahre für diese Kacke, Jahre und Jahre. Das ist wahnsinnig, das ist nicht normal. Ich halte sauber alles besser, wie ich kann, aber so viel Lust habe ich auch nicht. Warum muss ich sauber machen? Nicht einmal. Muss ich sauber machen 4-5 Mal am Tag. Und muss ich solche Sachen benutzen? Natrium, Desinfizierungsmittel, Sacrotan, solche Sachen. Ich kann ja nichts anderes benutzen. Kann ich keine Anfänger, Essigreinigung oder sowas, das nutzt hier nichts. Zu Hause fühlt sich Marco Manka nicht. Im Winter wird die Wohnung nicht richtig warm, im Sommer plagen ihn unangenehme Gerüche. Das drückt bei dem gebürtigen Italiener nicht nur auf die Stimmung. Einer wird krank, das ist ungesund. Sie ekeln sich vor dem Haus? Total. Ich will wieder nach Italien. Wenn ich eine Möglichkeit habe, ich gehe wieder runter. Ich habe keinen Bock mehr. Ist kein Leben. Das ist kein Leben hier. Tut mir leid, aber das ist nicht akzeptabel. Sie würden gern ausziehen? Ja, aber in eine zivile Ecke. Nicht in dieser sozialen Lock. Ursprünglich hatte der letzte Eigentümer eine Instandsetzung beantragt, die ihm auch genehmigt wurde. Doch sie erfolgte nicht. Bereits im Februar und März hatte das Bezirksamt mehrere Verfahren zur Herstellung ordnungsgemäßer Zustände eingeleitet. Verwahrloste Bauanlagen sollten instand gesetzt und das Grundstück aufgeräumt werden. Davon ist zum Zeitpunkt der Dreharbeiten nichts zu sehen. An Spiegel TV schreibt der Vermieter, einige Arbeiten seien geleistet. Aber aktuell sind Handwerkerfirmen extrem ausgebucht. Und da diese sich ihre Arbeiten aussuchen können, ist es fast unmöglich, Firmen zu finden, die in einem solchen Haus arbeiten möchten. Wenn der Vermieter weiterhin untätig bleibt, fordert der Mieterverein, muss die Stadt endlich mehr durchgreifen. Weil diese Zustände, die sind nicht von heute auf morgen entstanden, sondern die existieren seit Jahren. Und unsere Vorstellung besteht darin, dass die Stadt auf solche Objekte ein Auge hat und dann nicht lange zögert, sondern sofort Maßnahmen ergreift, um den Eigentümern gleich von Anfang an zu zeigen, dass man das ernst meint. Notfalls muss man dann Ersatzvornahme durchführen, Säuberung, Aktionen, Hygienemaßnahmen und die kann die Stadt ohne Probleme dann mit den Mieten auch verrechnen, insbesondere auch dann, wenn die Mieten von der Stadt gezahlt werden. Der Vermieter hat übrigens mitgeteilt, dass er das Gebäude aktuell verkauft hat. Die Mieter schwanken zwischen Misstrauen und Hoffnung. Neue Käufer. Ja. Stimmt das? Ja. Schon wann? Das weiß ich nicht. Die Übergabe steht noch aus. Gott sei Dank. Gott sei Dank. Ich glaube das nicht so. Wenn ich sehe, was er tut, kann ich glauben, bis dann. Ne? Spiegel TV ließ der neue Käufer mitteilen, er wolle sanieren. Immerhin, das Grundstück ist schon mal aufgeräumt.